Der Haussegen besteht aus einem Kreuz, das mit herzförmigen Bögen und einer Taube verziert wird. Die Taube symbolisiert den Heiligen Geist, die fächerförmigen Verzierungen werden Flinerl genannt. Ein Haussegen besteht, je nach Größe, aus bis zu 126 Teilen. Die Herzbögen werden aus Haselstangen hergestellt. Zuerst werden die Haselstangen gespalten. Mit dem Reifmesser werden sie auf der Heinzelbank auf 1 bis 1,5 mm abgezogen. Für die Bearbeitung müssen die Haselstangen frisch sein. Sollten sie später verarbeitet werden, müssen sie tiefgefroren gelagert werden. Für die Herzchen wird trockenes Espenholz benötigt. Das Espenholz wird auf 9 mm Dicke und 2 cm Breite zugereifelt. Die Flinerl und die Taube werden aus ganz frischem Espenholz gemacht. Das Holz sollte langsam und gleichmäßig gewachsen sein. Die Klötzchen sollten zwischen 1 und 1,5 cm breit, 7 bis 8 mm stark und bis zu 20 cm lang sein. Sie werden aus einem Espenblocher gespalten und auf der Heinzelbank nachbearbeitet. Das Kreuz wird aus Espe oder Fichte gemacht. Das Holz sollte ganz trocken sein. Es werden quadratische Stäbchen mit 6 bis 8 mm Seitenlänge benötigt. Ist das Rohmaterial vorbereitet, beginnt die Herstellung des Grundgerüstes. Mit einem Lineal werden die Espenstäbchen markiert. Dann werden die Kerben für die Verbindung vorbereitet. Schließlich werden die Stäbchen mit der Laubsäge anhand der Markierungen abgelenkt. Die einzelnen Stäbchen werden an den Ecken geputzt. Am oberen Ende des längsten Stäbchens wird eine Öse befestigt, die der Aufhängung dient. Die Verplattungen werden zum Teil ausgestemmt und zum Teil geschnitzt. Das längste Stäbchen bildet den Kern des Haussegens. Längs- und Querelemente des Kreuzes werden mit Schnitzereien verziert.
Das Kreuz wird mit kleinen Nägeln zusammengesetzt. Die Verbindungen werden mit Leim gesichert. Nun werden die Querelemente aneinander angepasst. Die Kanten für die Bögen werden abgeschrägt. Auf den Streben werden mit einer Ahle Löcher für die Dekorationselemente eingestochen. Die Späne für die Bögen aus Hasel werden geteilt. Vier dieser Bögen werden benötigt. Mit einem Taschenmesser werden die Kanten nachbearbeitet. Die Bögen werden aufgezogen und mit kleinen Nägeln fixiert. Hierbei muss man vorsichtig sein, um weder das Stäbchen noch den Bogen aufzuspalten.
Nachdem die Bögen aufgezogen wurden, werden sie gekürzt. Nun muss das Kreuz vor der Weiterverarbeitung mindestens 24 Stunden trocknen. Aus dem in Wasser eingelegten Espenholz werden die fächerförmigen Dekorationselemente gemacht. Die kleinen Fächer heißen Flinnerl. Sie herzustellen ist eine der größten Herausforderungen. Die Fächer bestehen immer aus einem einzigen Holzstück. Je nach Größe der Fächer werden die benötigten Blättchen abgetrennt. Die Fächer können aus 2, 3, 4 oder aus bis zu 20 Blättchen bestehen. Die Flinnerl haben eine Länge von 2 bis 5,5 cm. Zu Beginn wird die Spitze des Fächers gestaltet. Das Klötzchen wird dazu auf beiden Seiten zugespitzt. Anschließend werden beidseitig Kerben in das Klötzchen geschnitzt. Die Kerben sollen genau parallel liegen und eine gleichmäßige Tiefe aufweisen. Zuletzt wird das Klötzchen von der Spitze aus in einzelne zarte Blättchen geschnitten. Diese sind nicht dicker als ein halber Millimeter. Der Schnitt muss bis zur letzten Kerbe gleichmäßig ausgeführt werden. Sind alle Fächer eingeschnitten, wird die letzte Kerbe auf der Breitseite ein wenig vertieft. Mit der Laubsäge werden die eingeschnittenen Blättchen abgetrennt. Werden zum Beispiel Flinnerl mit 3 oder 4 Fächern benötigt, kann mit einem Messer ein Paket von 3 bis 4 Blättchen abgetrennt werden. Das Ende des Flinnerls wird zugespitzt, um es später einkleben zu können. Die breitesten Flinnerl bestehen aus rund 20 Blättchen. Abschließend werden die Fächer geöffnet. Dazu werden die ersten Kerben jeweils ineinander eingehakt. Dies funktioniert nur in feuchtem Zustand.
Nun folgt die Herstellung der Herzchen. Ausgangsmaterial ist das trockene Espenholz. Mit einem Musterherzchen wird die Form auf dem Espenstäbchen angezeichnet. Die Herzchen werden mit der Laubsäge ausgeschnitten. Die oberen Rundungen des Herzchens werden mit einem Messer vertieft. Die Sägespuren werden nachgeputzt. Nun wird das Herzchen in zwei Hälften geteilt. Die Spitze wird verjüngt, um das Herz später einkleben zu können. In die Oberseite des Herzchens wird ein Loch gestochen, in welches ein kleines Flinnerl geklebt wird. Die fertigen Einzelteile werden schließlich an dem Haussägen angebracht. Dazu werden kleine Löcher gestochen, in die sie geklebt werden. Begonnen wird mit dem Innenbereich. Überstände an der Außenseite werden abgezwickt.
Im Anschluss werden die Löcher auf der Außenseite der Bögen vorgestochen und die Flinerl eingesetzt. Die Flinerl stehen Rand an Rand. Die Lochabstände ergeben sich aus der Breite der Flinerl. Abschließend werden die Flinerl mit Leim gesichert.
Die Taube wird aus dem gleichen feuchten Espenholz gemacht wie die Flinal. Ein Holzstück von ca. 14 cm Länge, 1,5 cm Breite und 7 bis 8 mm Stärke ist das Ausgangsmaterial. Mit einem Lineal werden Markierungen angezeichnet. Zu Beginn werden an beiden Enden des Klötzchens Fächer geschnitzt. Das Holzstück wird in zwei Hälften geteilt. Aus einer Hälfte werden Kopf- und Schwanzfedern gefertigt. Aus der zweiten Hälfte entstehen die Seitenflügel. In das eine Stück wird der Kopf der Taube geschnitzt. Anschließend werden die Schwanzfedern aufgefächert.
In den anderen Teil wird die zweite Seite der Seitenfedern geschnitzt. Dann werden Kopfteil und Seitenfedern miteinander verbunden. Es werden Verplattungen ausgeschnitten und eingestemmt. Mit einer feinen Ahle werden die Kerben ausgebrochen. Der Kopf der Taube wird mit einem Messer verfeinert.
Die Blättchen werden wieder aufgefächert. Nun werden die beiden Teile ineinander verleimt. Die Seitenflügel werden ineinander verhakt. In den Rücken der Taube wird ein Faden mit einem Nagel eingeschlagen. An einer Schnur wird die Taube später unten an das Kreuz des Haussegens gehängt.